Hallihallo meine Lieben und willkommen auf meinem Beauty-Channel. Spaß, heute gibt es keinen Beauty- oder Kosmetik-Adventskalender. Ich habe euch in den Kommentaren gehört. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich jetzt bereits so viele Kosmetikkalender ausgepackt habe, weil nicht viele andere Kalender im September geliefert werden. Die meisten Bestellungen, die ich aufgegeben habe, liefern erst im Oktober, November. Also ich hoffe, dass ich viele verschiedene Adventskalender dieses Jahr noch auspacken kann. Ich habe im September, muss ich dazu sagen, sehr viele Kalender ausgepackt. Das ist sonst untypisch. Ich habe im September eigentlich immer eher so ein Soft-Opening von den Adventskalendern gehabt. Also erstmal ein paar, also die ich bekommen habe. Ich wollte aber unbedingt es schaffen, dieses Jahr 1000 Türchen aufzumachen. Deshalb ich natürlich vielleicht auch Kalender genommen habe, die ich vielleicht sonst nicht ausgepackt hätte, um mein Ziel zu erreichen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr bis jetzt Spaß hattet. Und mit dieser kleinen Ansage geht es zu unserem heutigen Adventskalender. Let's go! Ich bin wirklich fasziniert, gespannt und völlig aus dem Häuschen über den Netflix-Adventskalender. Also ich sag euch ehrlich, jetzt habe ich alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Über das Design müssen wir nicht sprechen. Das ist genauso, wie man es sich erhofft. Nice! Der Kalender ist von Yume Toys und Netflix. Ich würde mich schon als kleinen Netflix-Experten bezeichnen, denn ich habe schon viel Kontakt mit Netflix gehabt. Diesen Kalender habe ich allerdings nicht zugeschickt bekommen. Nicht, dass ihr es verwechselt. Ich habe ihn mir selber gekauft. Netflix weiß von gar nichts. Also, dieses Video ist nicht gesponsert und jetzt alle, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt, dass ich von Netflix keinen bekommen habe. Aber ich habe letztens ein Kochbuch von dem bekommen. Ich habe den Kalender bei Smith Toys bestellt, dem neuen Toys R Us. Ich war noch nie in einem Smith Toys Laden. Ist der so cool wie damals ein Toys R Us? Also Toys R Us war wirklich immer mein absoluter Lieblingsstore als Kind. Ja, aber Smith Toys. Der ist zurzeit nicht verfügbar. Und da bin ich wirklich immer wieder überrascht, dass Leute wirklich ab September ihre Adventskalender kaufen. Ja, ihr habt jetzt einen Grund zu sagen, dass ich im Glashaus sitze. Aber ich sehe das immer so auch aus einer beruflichen Sicht. Also ich versuche natürlich so schnell wie möglich an die Adventskalender daran zu kommen, um sie auspacken zu können. Aber wenn ich jetzt so ganz privat an die Sache rangehen würde, dann würde ich wahrscheinlich die besten Adventskalender immer verpassen, weil ich einfach viel zu spät daran denke, mir einen zu besorgen. Preislich liegen wir hier bei 99,99 €, also 100 Euro. Ich habe jetzt schon viel zu viel geredet. Wir gehen rein. Uiuiui. Nein. Nein, das macht er nicht. Oh, ist das cool. Ich muss noch einmal. Das ist so simpel. Ich liebe es total. Ich muss mich mal ein bisschen abpudern. Ich komme schon ins Schwitzen. Lalala. Hallo, hier bin ich. Wenn wir schon dabei sind. Wir haben hier einen Kalender mit 24 Türchen. Wir werden aber nicht wirklich überrascht, denn wir haben die ganzen Serien als Türchen. Das sieht genial aus. Ich lieb's. Wir starten jetzt einfach mal rein mit der Nummer 1. Bridgerton. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr schon alles gesehen habt. Ich mache das auch. Bridgerton habe ich natürlich gesehen. Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 ist... Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Wednesday-Vibes. In Türchen Nummer 3 befindet sich nichts. Haha, tolles Türchen Nummer 1. Also wenn das so weitergeht, dann wird Netflix auf jeden Fall die Arbeit mit mir beenden. Das wäre natürlich sehr schade. Netflix, ich liebe euch. Bitte, tut es nicht. Das war Türchen Nummer 1. Ich bin gerade echt ein bisschen schockiert. So, wir machen weiter mit Türchen Nummer 2. Och, das war's drin. Also, ach so, oh, Entschuldigung. Türchen Nummer 2, One Piece, habe ich auch angefangen zu schauen. Ich bin aber nicht der größte One Piece Fan, deswegen hat mich das jetzt nicht so gecatcht. Aber ich konnte mir das besser geben als den Anime. Es tut mir leid für alle, die den Anime lieben. Ich bin da halt nie reingekommen. Das hier packen wir mal aus. Ich glaube, der Inhalt wird sehr an Gamescom erinnern, also an diese Merch-Artikel, die man auch auf der Gamescom kaufen kann. Aber das ist jetzt erstmal schon sehr schön. Na, schau mal her. Oh, die sieht eigentlich cool aus. Es wäre schon lustig, wenn man sich wirklich sowas zu Hause vor die Tür hängt, ne? Hier ist sogar ein offizielles Netflix One Piece. Also das ist hier alles ganz offiziell mit Netflix abgesprochen. Türchen Nummer 3, Stranger Things, habe ich natürlich geguckt. Ich freue mich extrem auf die neue Staffel. Okay. Was bekommen wir von Stranger Things?
Ich weiß gerade nicht, wie man die nennt. Demi, Dorgoids, wie hießen die nochmal? The Demogorgon! Och Gott, ist das ja niedlich. Ich stelle mir vor, dass man jetzt so im Büro sitzt und dann mit dem Kopf rumwackelt. Hm, macht Spaß. Ich sag euch aber ehrlich, ich finde den zuckersüß. Nummer 4, Outer Banks, habe ich nicht geschaut. Ja, was könnte das sein? Irgendwas mit Surfen. Ein Flaschenöffner. So, wenn der so in der Küche hängt, bestimmt sehr cute. Ja, jetzt müsste man es halt gucken. Also da bin ich bei so einem kleinen Freund hier happier, weil ich damit natürlich was verbinde. Aber gut, ist ja meine Schuld, dass ich es nicht geschaut habe. Nummer 5, The Witcher. Habe ich die erste Staffel geschaut? Ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe. Und ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe. Ich habe einfach irgendwann nicht mehr weitergeguckt. The Witcher. Ich glaube, die sind jetzt bei Staffel 3, oder? Was bekommen wir von The Witcher? Was, bitte, was, bitte, was? Oh, 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 cool. Ist das ein Stift? Das ist ein Stift. Oh. Da ist noch so eine Schutzkappe drauf. Das ist mal ein cooler Stift. Ich habe schon ein Schwert als Brieföffner, jetzt habe ich noch ein Schwert als Stift. Nein, Spaß, das verlose ich natürlich an euch. Denn, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, was ihr wahrscheinlich schon zum 100. Mal jetzt gehört habt, ich verlose alle Produkte aus dem Adventskalender in einen eigenen Adventskalender, also mehrere eigene Adventskalender, und verlose sie dann am Ende der Adventskalendersaison an euch. Und dann habt ihr einen Original-Malwanne-Adventskalender. Also ich verpacke ihn auch wirklich. Dafür müsst ihr mir nur auf Instagram folgen, da kriegt ihr dann alles mit, wenn es soweit ist. Nikolaus, Rebel Moon. Dazu habe ich jetzt überhaupt keine Erinnerung. Es könnte sein, dass ich mal was gesehen habe, aber jetzt sehen wir mal, was an Nikolaus mit Rebel Moon drin ist. Der Rebel Moon Official Pin. Nee, lass mal. Pins sind bestimmt noch sehr beliebt. Ich habe dafür halt keine Verwendung. Mit dem ENP-Adventskalender bin ich ein bisschen beschädigt einfach. Wenn ich einen Pin sehe, dann denke ich, da habe ich immer nicht so gute Gefühle. Ich müsste nur noch diese Weste anhaben und dann in jedem Adventskalender den Pin dazufügen. Ist nicht für Nikolaus gedacht. Es ist einfach ein Türchen. Oh mein Gott, es war Nikolaus und wir sind nicht an unseren Adventskalender gegangen und haben nicht... Ich habe immer das Gefühl, ich muss diesen Text immer runterrattern, sonst erfülle ich nicht euer Need in eurem Herzen. Nummer 7 haben wir wieder One Piece. Kann ich auf dich zählen? Sticker. Meuterei. Erst ein Pin, dann Sticker. I can't believe it. Das sind diese Vinyl-Sticker, also diese sehr festen, die man auch auf sein Skateboard kleben kann. Die Gum-Gum-Frucht, das Telefon. Wir benutzen eine Schnecke als Telefon. Hey, Maido. Ein Dünnkopf, nur ein Dünnkopf und One Piece. Nö, ja, doch. Ja, merkt ihr, wie ich mich manchmal selber überzeugen muss, aber ich glaube ja. Nummer 8, eine Mystery-Tüte in der Mystery-Tüte. Nummer 8 ist Squid Game, habe ich natürlich geschaut. Ich habe mich bei Squid Game richtig gefreut, weil ich ja schon lange meine K-Dram-Serien schaue, also koreanische Dramaserien, wo es meistens um Liebe geht und um reiche Leute, die mit etwas ärmeren Leuten zusammenkommen und da eine ganz komplizierte, aber wunderbare Liebesgeschichte daraus entsteht. Ich habe mich einfach so daran gewöhnt, koreanische Schauspieler zu sehen, als Squid Game dann kam und alle das irgendwie gefeiert haben, habe ich mich irgendwie voll gefreut. Das soll es auch bald eine zweite Staffel geben, oder? Ach, ist das niedlich, ja. Also was anderes hätte ich jetzt bei Squid Game auch nicht erwartet. Kommen wir zu Türchen Nummer 9 und Türchen Nummer 9 ist das beste Türchen, denn es ist meine Lieblingszahl und hier auch meine Lieblingsserie von Netflix. Und wir kriegen... Was ist das denn? Der Mogorgon. Jetzt haben wir mal endlich den Namen. Das muss man noch rausstanden. Hier haben wir so ein kleines Regal. Ich will jetzt nicht sagen Staubfänger, aber ein kleines Deko-Element, ne, was man schön vom Staub befreien muss. Aber nochmal der Demogorgon. 11 wäre ja auch mal gut gewesen. Ne? Nummer 10 ist wieder Outer Banks. Habe ich nicht gesehen. Ist ein bisschen schade. Aber vielleicht ist ja der Artikel super cool. Okay, also Outer Banks muss irgendwas mit Surfen zu tun haben. Ich habe jetzt mal eins und eins zusammengezählt. Surfbread und Brett. Hey, das ist mein Kumpel, Surfbread. Und ja, also das ist ein Armband, was Surfbread tragen würde. Das ist wahrscheinlich voll das wichtige Armband, wo jetzt jeder sagt, oh mein Gott, das ist das Armband von... Da muss man echt alles schauen, ne? Und da sieht man auch, das sind die Serien, die hier vertreten sind. Nummer 11 ist wieder The Witcher. Kaer Morhen, School of the Wolf. Kaer Morhen is one of the most important locations. Das ist ein Untersetzer. Rebel Moon, Nummer 12. Wieder Angst bei der Größe, aber ich lasse mich mal überraschen. Ja, es ist dieses Standardprogramm. Hier haben wir was zum Raufnähen. Patches. Patches
Patches. Oh, Patches. Nummer 13 ist wieder Squid Game. Ich merke schon, dass man mehr enthusiastisch ist, natürlich bei den Türchen, die man schon selber geschaut hat und von denen man Fan ist. Also wenn man diesen Kalender verschenkt, sollte man, glaube ich, schon darauf achten, dass die Person die meisten dieser Serien hier auch gerne schaut. Wobei ich sagen muss, mir fällt schon eine Sache auf mit der Zielgruppe. Also ich schaue zum Beispiel, ich habe The Witcher geschaut und Squid Game und Stranger Things. Ich würde jetzt Bridgerton aber in diese gesamte Runde nicht so mit inkludieren. Nicht, dass man nicht alles schauen kann und Bridgerton auch, aber die Zielgruppe, die das alles andere schaut, überschneidet sich nicht oft mit Bridgerton. Das kann mir keiner erzählen. Das war mein Wort zum Sonntag. Ah, und wir kriegen... Hat dich einfach bewegt? Also wenn man die Serie geschaut hat, dann finde ich das schon sehr cool. Nummer 14, ich freue mich wahnsinnig auf Bridgerton. Tada! Ich denke, es wird ein Lesezeichen sein. Ich meine, bei Bridgerton geht es darum, dass man immer Lady Whistledowns neuen Artikel liest. Yours truly. Ist ein schöner... Ach, Bridgerton gibt es auch als Buch, ne? Ist das nicht eigentlich ein Buch gewesen? Ja, dann macht es dann macht's noch mehr Sinn, dass Bridgerton eigentlich auch ein Buch war. Optisch, auch mit diesem hochwertigen Karton hier und diesen Blumen drauf und so. Optisch macht das schon richtig was her. 15, One Piece. Klar, natürlich muss es noch einen Schlüsselanhänger geben. Boah, guckt mal. Der sieht ja cool aus. Ja, also hier auch so aus Stoff richtig. Es fühlt sich ein bisschen auch an wie so eine Mystery Box, die man auf der Gamescom kaufen kann. Ich glaube, deswegen erinnert mich das auch so daran. Da sind ja auch dann solche Artikel drin. Komm, wir wollen es noch einmal hören. Hammer. Wir kommen zum größten Türchen. Türchen Nummer 16. Wird das etwa ein kleines Notizheft sein? Ja. Das Stranger Things Notizheft. Nee. Ist das ein Notizheft? Artwork. Ah. Postkarten. Puh, finde ich aber auch echt cool. 11. Auch schön. Bisschen strange. Aber ich meine, so Stranger Things, das gefällt mir extrem gut. Das hätte ich gerne als Poster. Ich habe diese Szene auch immer schon in der Serie gehasst, deswegen ich brauche davon jetzt nicht noch extra ein Bild für meine Albträume. Ich habe eine mega gute Idee gemacht zur letzten Staffel, ein gemeinsames Watching. Und das wären die Einladungskarten, die ich einfach mit der Post verschicke, zum zusammen Stranger Things schauen. Outer Banks. Was für ein Surfartikel wird hier drin sein? Wird es ein Handtuch sein? Oh, das ist ja cool. Das gefällt mir halt auch so. Also, ohne dass ich Outer Banks geschaut habe. Catch die nächste Welle. Speaking of Serien, die ich nicht geschaut habe, 18 ist wieder Rebel Moon. Ja, wenn einem das nicht sagt, dann hat man keine Gefühle dazu. Ja, der ist auch schön, aber ich fand da den One Piece Schlüsselanhänger cooler, weil da irgendwie so ein bisschen mehr dran war und so ein bisschen mehr los war. 19, Squid Game. Squid Game ist erstmal super. Das ist ein ganz schön schweres Türchen. Natürlich, weil es zwei Magnete sind. Oh, aber cooles Design. Irgendwie mag ich, wie die da alles designt haben. Also auch hier wieder, es sind so diese Fanartikel, aber dadurch, dass das auch so Art Pieces sind, macht das richtig was her. Wir sind in den 20ern angekommen und wir sind jetzt hier wieder bei Witcher. Bei diesem richtig klitzekleinen Türchen. Was könnte so klein sein? Ein Pin, würde ich sagen. Nein, doch. Ein Pin. Oh. Hier habt ihr den Pin. Natürlich mache ich mir den dran, ne? Klar. Also die Weste ist wirklich perfekt für diese Pins. Ich habe mich immer gefragt, wo könnte man sie dran machen, außer an seine Jacke oder an seinen Rucksack? An so eine Weste. Ich habe schon zwei Abzeichen. Das sind meine Erforscher der Wildnis-Abzeichen. 21 Stranger Things. Auch ganz, ganz klein hier in der Ecke. Oh, gibt's hier? Also von Stranger Things kriegen wir irgendwie die ganzen Figuren. Ich glaube, da ist jetzt 11 drin. Und wie hab ich's predicted? Da ist sie, die 11. Jetzt so auf den zweiten Blick. Das stimmt doch fast nicht. Ja, die Figur hätte ein bisschen besser sein können. 22, One Piece. Oh, ich rieche Schmuck. Oh mein Gott. Das ist einfach, ist das Zorros? Wir haben hier ein wirklich sehr schönes Säckchen und Zorros Ohrring. Da wüsste ich sofort jemanden, dem das gefallen würde. Ich habe einen Kumpel, der hat sich auf unserer Halloween-Party schon mal als Zorro verkleidet. Keine Sorge, das ist noch hygienisch rein. Ich muss das nicht durchs Ohrloch stecken, man klemmt das einfach nur. Ui, es hat aber Gewicht. Hey, krass, wie gut das funktioniert. Vorletztes Türchen. Es ist so komisch, ich habe jetzt so viele Kosmetikkalender ausgepackt, dass ich so gar nicht in diesem Mindset bin von, hey, das sind einfach nice Merchandise-Artikel. Denk immer so jetzt, okay, was könnte uns morgen auf Weihnachten vorbereiten? Nichts, es geht nicht um Weihnachten bei diesem Kalender. Wäre aber schön gewesen, sage ich ehrlich. 23 Squid Game.
Na klar. Sein Wackelkopf funktioniert gut. Weil er zittert schon. Ah, oh nein, die sind mir auf der Spur. Ich hätte mir auch gewünscht, einfach ein ganzer Netflix nur mit so Wackelköpfen. Setz dich mal hin. Eleven, das gefällt mir nicht. Die steht mir hier zu unsicher. Ich meine, sie hat eine sehr dynamische Pose, aber die ist mir zu wackelig. Letztes Türchen, Bridgerton. Let's go. In Türchen Nummer 24, wir gehen an unseren Adventskalender und ziehen raus. Oh. Das gefällt mir ja besonders gut. Oh, das ist ja schön. Ein Notizbuch. Da schreibe ich alles rein, was so an Drama in der YouTube-Szene passiert. Und dann mache ich mein eigenes Lady Whistledown. Das wäre ja so geil. Man könnte ja richtig Gossip Girl machen in der YouTube-Szene. Wisst ihr, was ich alles weiß? Sehr schönes Notizbuch. Lady Whistledown. Toll. Wir sagen jetzt einmal Tschüss zum Kalender. Kalender. Ach so, nee, warte mal. Ich vermisse hier noch mein erstes Türchen. Man kann den Inhalt so rausnehmen und dann kann man die Box behalten. Das ist auch super. Das erste Türchen gibt's einfach nicht. Hammer, stell dir mal vor, man macht da sich so eine Box, ich weiß nicht genau mit was, und dann machst du es auf. Also, das ist der Netflix-Adventskalender. Wir haben 23 Türchen, denn das erste war ja leider nicht da. Also, ich sag erstmal so von den Produkten her, wirklich super. Also, man kriegt, was man so erwartet bei einem Kalender. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich anderes erwartet hätte. Meine Position der Bewertung wird manchmal nur schwer, weil ich natürlich sehr viele Sachen besitze, sehr viele Sachen schon ausgepackt habe. Ich bin auf Events, ich krieg Figürchen, ich krieg das hier und da. Deswegen kann ich da nicht so ganz meine Erfahrungen mit reinbeziehen, weil das natürlich nicht normal ist, was für ein Leben ich in dem Sinne führe. Und wenn ich das so neutral betrachte, als Netflix-Gucker und als Netflix-Fan, finde ich das total cute, ne? Hier waren schon echt ein paar richtige Highlights drin. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, wenn man halt nicht alle Serien kennt oder liebt, wie jetzt zum Beispiel mit Outer Banks und Rebel Moon, dann ist es halt natürlich blöd, weil dann mache ich ein Türchen auf und dann ist es halt so, ah ja, ein Schlüsselanhänger. 100 Euro ist natürlich ein stolzer Preis, aber wir können bei solchen Kalendern nicht nur auf den Warenwert schauen und gucken, okay, kriegt man genau das für die 99 Euro, denn es ist wirklich ein cooler Kalender. Also einmal das mit der Musik hier. Oh, Box ist rausgefallen. So einen Kalender zu planen und auch zusammenzustellen, dass der cool ist und dass der halt einfach so aussieht, wie er aussieht, das kostet halt auch Geld, ne? Das ist halt dann einfach auch was anderes. Man kann es nicht so mit so einem Kosmetik-Adventskalender vergleichen, wo vielleicht auch mal eine Marke einfach nur ihre Produkte aus dem Lager so rauskriegen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Nichtsdestotrotz sind 100 Euro sehr viel Geld. Und ich glaube, wenn Rebel Moon und Outer Banks nicht drin gewesen wären und stattdessen Wednesday oder Emily in Paris, so, dann wäre es für mich natürlich ein 10 von 10 Adventskalender. Deswegen, ich glaube, bei solchen Kalendern ist es schon wichtig, dass man sich auch vorher ein bisschen informiert und schaut, okay, was wird drin sein, welche Serien, dann hat man den meisten Spaß daran. Ansonsten gibt es zu viele Türchen, wo man sagt, ich finde, Netflix Adventskalender ist mal eine richtig coole Abwechslung gewesen. Und was man sagen muss, die Produkte haben alle eine tolle Qualität. Also Empfehlung, wenn ihr 100 Euro mal eben so rumliegen habt. Bis zum nächsten Mal.